Hallo und willkommen zum nächsten Projekt. Diesmal geht es wieder mal ums Haus. Wir haben gerade vor, unser Haus ein bisschen zu renovieren. Die Fassade bekommt einen neuen Anstrich. Und dabei kam uns die Idee, ein paar Lamperl an die Wand zu machen. Und zwar gibt es da doch so, ja, Kastal, dass oben und unten so ein Keil Licht an die Wand gestrahlt wird. Ich zeige es euch mal, hier so ein paar Beispiele. So in etwa haben wir uns das vorgestellt, sowas suchen wir. Ja, da gibt es natürlich wie immer im Internet viele Möglichkeiten, aber teilweise auch recht teuer. Und deswegen kam uns die Idee, kann man doch sicher auch selbst machen. Wir haben schon mal hier so einen kleinen Prototyp konstruiert. Letztendlich nur ein Brettel mit einem Lamperl drauf und ein Kastel drumherum. Das hat sich in der Praxis für ganz gut erwiesen. Und deswegen bauen wir jetzt 4 Stück davon. Und wenn ihr sehen wollt, wie man sowas selbst machen kann, dranbleiben, Video anschauen. Ja, wie heißt es immer so schön in den Kochsendungen? Ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Haben aus unserem Brettelfundus ein paar entscheidende Bretter rausgesucht und hier schon mal ein bisschen angestrichen. Ein paar weiß, ein paar schwarz. Warum? Zeige ich euch hier. Ja, der erste Gedanke war, das Kastal innen hell, möglichst vielleicht sogar mit einer Spiegelfolie, damit viel Lichtbeute rauskommt. Und dann haben wir den ersten Versuch damit gemacht, hingelegt. Und dabei haben wir schnell festgestellt, dass zum einen zwar schön der Lichtkegel von den Brettel hier begrenzt ist, aber auch an der Innenwand reflektiert sich hier das Licht und geht hier raus und somit gab es doch eine sehr breite Streuung, dass es hier sehr milchig war, das Licht. Und wir wollen ja einen schönen scharfen Kegel haben. Da kam uns die Idee, schwarz machen, dass das Licht hier möglichst geschluckt wird und nicht nach den Seiten raus unkontrolliert reflektiert wird. Gut, noch 2 Worte zum Material. Zum einen haben wir hier Sperrholz und so eine Multiplexplatte habe ich da für den Untergrund, dass man das auf die Wand schön schrauben kann. Dann brauchen wir Birnchen. Da sind wir wieder bei eBay fündig geworden. Wir sehen hier einfache LED. 5 Watt reicht vollkommen aus. Und hier die entsprechende Fassung dazu. Ja, und zum Abschluss ist der Plan, oben und unten noch eine Glasscheibe drauf zu machen. Sowas habe ich da, damit da die Spinnen sich nicht unbedingt so einnisten. Dann hätten wir soweit alles, dann kann es losgehen.
Jetzt brauchen wir noch ein paar Löcher, damit die Kabel von hinten hier durchkommen können und dass wir das Ganze an die Wand anschrauben können. So, jetzt machen wir noch eine kleine Besonderheit. Da ja diese Birnchen hier nicht vollflächig leuchten, sondern die haben ja hier so, kann man das sehen? Die haben ja hier so, na komm, mach mal scharf. So kleine Nupsis, sind ja so kleine Punkte, die da nur leuchten. Hier so auf beiden Seiten von der Fassung nochmal so eine kleine Wand machen, damit das Licht noch besser nach oben und unten gebündelt wird. Nun, jetzt sind die Teilchen ja mal soweit fertig hier. Jetzt müssen wir uns hier noch ein Farbkonzept ausdenken. Das Ding wird angestrichen, dann muss ich die Scheiben zuschneiden. Draußen an der Wand müssen Schlitze gemacht werden für die Kabel, Löcher gebohrt werden, Dübel. Ich denke, es ist jetzt erstmal genug für heute. Wir machen mal eine Pause. Wie es dann weitergeht, seht ihr im zweiten Teil.